So schnell vergeht die Zeit. Wir haben ihn als kleinen Jungen bekommen. Er war gerade mal 3 Monate alt. Ich habe ihn mit einer Spritze gefüttert. Er war so niedlich und süß. Wie sich herausgestellt hat, eignen sich Erdmännchen perfekt als Haustiere. Wisst ihr was? Das ist eine Mischung zwischen einem treuen Hund und einer verspielten Katze. Also, letzten Monat ist Timon 1 Jahr geworden. Deswegen gibt es dieses Video. Schaut euch das Video an, denn es werden nicht mehr viele Videos mit Timon kommen. Als Geschenk machen wir heute eine Arena mit Hindernissen, kleinen Geschenken und viel Leckereien für Timon. Wir werden heute eine Hindernisbahn für Timon bauen. Wir nehmen durchsichtiges Plastik, dann machen wir Wände. In meiner Kindheit habe ich immer Timon und Pumba geschaut. Ich habe es nie verstanden, warum die beiden Würmer essen. Das ist ganz einfach. Mehlwürmer ist die Hauptnahrung von Erdmännchen. Mein Timon ist verrückt nach Mehlwürmer. Mehlwürmer werden in Zooläden verkauft und dienen als Futter für viele Tiere. Igeln, Eichhörnchen, Chamäleons, Frösche und viele, viele andere Haustiere werden mit Mehlwürmer gefüttert. In der Wüste müsste er Riesenlöcher graben, um wenigstens nur ein Mehlwurm zu finden. Ich mache es ihm leichter, aber nicht heute, Leute. Heute werden wir viele Hindernisse bauen und wir werden es sehen, wie er darauf reagiert und ob es ihm überhaupt gefällt. So Leute, unsere Arena ist fertig. Jetzt werden wir verschiedene Sachen in die Arena stellen. Das Haus von Timon, auf die andere Seite noch eins. Hier stellen wir Stefan hin. Hier noch was. Eine Eule. Timon liebt sowas. Er kratzt sie ganz gern. In diese Röhrchen werden wir was Leckeres verstecken. Ob Timon da reinpasst? Wir geben noch Holzspäne dazu. Darin werden wir Mehlwürmer verstecken. Schreiendes Hühnchen darf auch nicht fehlen. Hier kann man sehr gut Würmer verstecken. Hier ist die Belohnung. Das werde ich jetzt überall verstecken. Ich hoffe, Timon findet alle. Damit wir alles sehen können, werde ich überall kleine Kameras verstecken. So werden wir Timon beobachten. Es ist alles bereit. Timon, du bist dran. Für ihn ist das alles neu. Oh, ich glaube, er hat was gerochen. Na los. Sein erstes Wurm. Ich glaube, er hat es verstanden, dass wir mit ihm spielen wollen. Und Erdmännchen lieben spielen. Oh, los, Timon, such die Würmchen. Okay, er kommt jetzt rein. Was ist denn hier drin? Es sind viele neue Gerüche, aber es riecht auch nach lecker Würmchen. Los, Timon, such die Würmchen, die warten schon auf dich. Er läuft rum und sucht. Wir hatten noch ein paar Fallen aufstellen sollen. Nein, nur Spaß, Leute. Das wäre sehr unfair Timon gegenüber. Bis jetzt hat er nur ein Würmchen gefunden. Na los, Timon, such. Die warten schon. Die sind total heiß auf dich. Endlich noch einer. Wie lecker. Eule? Er ignoriert sie. Normalerweise liebt er sie. Er spielt immer mit ihr. Lasst uns eine Kamera in das Röhrchen stecken. Oh nein, er hat das Mehlwürmchen erwischt.
Timon, es ist ganz viel hier. Beeil dich, such jetzt, die Zuschauer warten schon. Yeah, er hat ihn. Was macht er? Er ist komplett im Röcheln. Warum hast du das gemacht, Timon? Such Würmer jetzt. Oh, jetzt hat er verstanden, dass es viele Leckereien im Haus versteckt sind. Ja, zieh dir Würmer raus. Wir schmeißen noch ein paar Würmer in das Röhrchen. Oh, cool. Viel zu einfach für ein Timon. Timon, was ist mit Hühnchen? Da sind Würmer drin. Angsthase, er hat sich total erschrocken. Ja, hier ist was drin. Okay Leute, ich zeig euch, wie Timon Heuschnecken fängt. Die liebt er nämlich auch. Viel Spaß, Timon. Los geht's, fang die Heuschnecken. So Leute, es war ziemlich lustig und Timon hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr schenkt Timon und mir ein Like. Teilt das Video mit euren Freunden, abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen. Und bis bald!